Hallo zum heutigen Kurzfilm-Special. Das bedeutet, wir werden, heute wird es um Kurzfilme gehen. Wir werden sie uns anschauen, wir werden gucken, weil wir werden darüber was rausfinden, wie man die macht und was das Besondere daran ist, wie lange sie sind. Viel Spaß! Neben mir steht Nora gerade. Hallo Nora, was weißt du denn über Kurzfilme? Ich weiß, dass sie kurz sind und sie sollen auf jeden Fall einen Inhalt haben, auch wenn sie nur kurz sind. Und auch, dass sie im Durchschnitt 15 Minuten meistens laufen. Ja. Das war zwar noch nicht so viel, aber das ist umso besser, weil heute finden wir alles heraus. Je m'appelle. Abdou und er kommt aus dem Senegal und ist total erfreut, dass er hier sein kann. Je suis vraiment content d'être ici. Welcher Film hat er präsentiert heute? Welcher Kurzfilm? Calibria heißt Enfant perdu auf Französisch und heißt das verlorene Kind. Mag er eher Kurzfilme oder Langfilme? Sein erster Film und sein erster Film ist jetzt sein Kurzfilm. Und er sagt, er weiß es noch nicht, aber vielleicht wird er später auch mal Langfilme machen. Das wird sich entwickeln. Was macht ein Kurzfilm aus? Er sagt, dass also ein Kurzfilm meistens für die Menschen ist, die zuerst überhaupt einen Film machen. Und das dann aber auch ein schwieriger Film ist, weil man ja in der kürzesten Zeit wichtige Sachen sagen muss. Das ist also eine ganz schwere Schule, aber das ist vom Filmbudget und von vielen Sachen her erstmal auch das Einfachere, obwohl es schwer ist. Kann er uns sagen, drei Tipps, wenn man einen Kurzfilm machen kann, also will? Also als erstes musst du eine Idee haben, dann musst du das aufschreiben. Dann musst du gucken, dass du eine Finanzierung kriegst. Das ist alles sehr praktisch und technisch, muss man da rangehen, sonst kann man keinen Film machen, kostet ja alles Geld. Und dann macht man ein Casting und sucht sich die Leute aus. Und das machen sie ja zum Teil mit auch Laienschauspielern, weil sie in der ersten Produktionsphase auch nicht so viel Geld haben. Es ist aber auch eine Chance, neue Sachen zu machen. Das ist alles, sie probieren sich überhaupt erstmal aus. Und das ist das Spannende an dem Ganzen. Hallo, hier steht neben mir die Regina. Regina, wie fandest du denn die Kurzfilme insgesamt? Die haben mir sehr gut gefallen. Alle in dem Programm haben mir wirklich sehr gut gefallen. Die Animationsfilme, aber auch die als Spielfilm waren. Sehr gut gemacht. Was fanden Sie denn den schönsten Film, wo Menschen mit drin waren? Den schönsten Film fand ich, das ist ein chinesischer Film gewesen. Da geht es um einen kleinen Jungen, der von seinen Eltern in dem Bergdorf alleine gelassen wird, weil die Eltern in die große Stadt gehen, um Geld zu verdienen. Und der Junge bleibt alleine in dem Dorf, muss sich alleine verpflegen und findet ein kleines Wildschwein. Und das ist das einzige Lebewesen, das ihm dort Gesellschaft leistet und an dem er sich dann auch festhält, dass er immer umarmt und bei sich hat. Was findest du an Kurzfilmen so toll und was magst du daran? Ich finde, bei den Kurzfilmen kann man in einem kleinen, kurzen Zeitraum sehr viel über ein Land oder über die Menschen, die dort leben, erfahren. Und darum sehe ich sehr gerne Kurzfilmprogramme. Hello, I'm with Emily, and I want to ask you some questions. Like, what is for you something special for short films? Like, what do you like most of them? Because I've watched like more than three films a day, so I think watching shorts is kind of relaxed.
because it's very short and the story is not very complicated. And also, I did a course on filmmaking. We need to produce our own short films. I think watching shorts can be very inspiring for me as well. Mm-hmm. And did you like the short films? Yes, I think it's a good start for people who want to be filmmaker, because most of the directors start as short film filmmakers. Yeah. So, nachdem wir uns jetzt mehr mit Kurzfilmen beschäftigt haben, was hast du heute Neues gelernt? Ich habe gelernt, dass man auch Filme drehen kann ohne viel Geld. Es müssen auch nicht sehr viele Menschen dabei sein, aber wenn man mit vielen Menschen arbeitet, muss jeder irgendwie etwas machen. Es kann nicht sein, dass jemand nur da sitzt und nichts macht, sondern man muss immer irgendwie jemanden haben, der irgendwas macht. Also egal, ob es jetzt Musik ist, ob es irgendwie der Regisseur oder sowas. Ja. Und was sind die drei Sachen oder die drei Sachen, die man irgendwie beachten muss bei Kurzfilmen? Also uns wurde gesagt, dass es das nicht wirklich abhebt von den normalen längeren Filmen. Und zwar sind drei wichtige Dinge, dass es eine gute Story gibt, dass man ein gutes Team hat, auf das man zählen kann und dass man wirklich mit viel, viel Leidenschaft arbeitet. Den ersten Bären vergebe ich, weil so viele Menschen da drin vorkommen. Den zweiten Bären gebe ich, weil es auch sehr viel mit Freundschaft und Liebe zu tun hatte. Den dritten Bären geben wir, weil da auch nicht Zeichentrick ausgeschlossen wurde. Den vierten Bären gebe ich, weil es auch da sehr viel mit Landschaft und mit der Natur zu tun hatte. Ich glaube, ich weiß jetzt doppelt so viel über Kurzfilme als davor. Von der K+ gibt es jetzt nichts mehr. Weiter geht's mit 14+.